Wetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover. Schönen, herrlichen guten Abend. Es ist wieder Montagabend und die Kappe nimmt natürlich so ein bisschen, gibt dann natürlich so ein bisschen. Ich muss mal gucken. Ich habe die Kappe einfach nur aufgesetzt, damit ich beim Fahrradfahren nicht völlig diese absurde, Sie kennen das ja wahrscheinlich oder Sie kennen es nicht, die Corona-Frisur, die wir alle zurzeit haben. Und beim Radfahren kann das dann mal schnell extrem nach hinten losgehen, aber geht ja. Dann mache ich das ohne Kappe. Ich mache es aber nicht ohne Kollegen. Also es sieht ein bisschen so aus gerade. Ich sitze hier alleine im Studio. Heute ist ja Maskenpflicht. Ich konnte mich auch nicht entscheiden. Habe ich erst überlegt, ob ich den weinenden Pierrot nehme oder ob ich den, also den traurigen Clown oder ob ich den, ich muss mal ein bisschen rübergehen, merke ich gerade, oder Bankräuber oder Pirat. Aber ich habe mich dann doch für Schlossgespenst entschieden heute hier im Studio, wo natürlich nicht die offizielle Maskenpflicht gilt, weil hier ist ja weit und breit niemand. Auch die Kamera da ist rein mechanisch Natur. Ich mache vielleicht mal gleich ein Bild, dann kann ich Ihnen das zeigen, dann wissen Sie, wie das aussieht, falls Sie denken, hier wird irgendwie verstoßen. Wer ist denn heute bei mir? Wen habe ich denn alles da? Ist schon jemand in der Leitung? Ah! Okay, ich höre ihn nicht. Das ist die Situation bringt das Beste und das Schlimmste aus den Menschen hervor. Du kannst reden wie kein anderer, aber es bringt nichts. Maskenpflicht und es ist eine komische Situation. Ja. Niklas, ja. Grüß dich erstmal schon mal. Guten Abend, hallo. Ich versuche mal hier kurz das für die Leute zu illustrieren. Ja, mach das mal. So, gucken wir mal, ob das geht. Vielleicht, ich weiß nicht, ist nicht spannend. Die spannende Frage, ob die Kamera das jetzt auch einfangen kann. Ha. Ja, doch, das sehen Sie, das kann sie. Sehen Sie, ist das nicht gespenstisch? Das ist diese Kamera, diese leeren Räume hier bei H1. Und trotzdem hat diese Kamera gerade einen Zoom gemacht. Wunderbare neue Technikwelt. Das passiert also ganz ohne Menschen. Ich habe gerade gehört, Stanley ist auch in der Leitung. Hallo? Aber ich wollte gerne Stevie Tarantulo, weil Stevie Tarantulo ist gewartet seit 15 Minuten. Mir wurde gerade gesagt, er ist raus. Ich habe gerade gehört, dass er nicht drin ist momentan. Er ist da, ihn sehen. Du kannst ihn sehen, gut, ja, dann ist ja wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, freuen wir uns sehr. Wir haben einen Gast, einen letzte Woche schon angekündigten Gast. Und ich habe eben noch die Info gekriegt, dass er gerade nicht in der Konferenz war, aber jetzt ist er scheinbar wieder drin. Hallo, wir sagen erstmal hallo, wahrscheinlich irgendwo im Umkreis, ich weiß gar nicht, in Hannover, ja, ich glaube, ne? Hallo? Ja, ich bin noch in Hannover. Ja, also Stephen Tarantulo, da sitzt der. Bisschen außerhalb, aber ja. Ich bin einfach noch da. Und ja, nicht, dass du da sitzt oder da fest sitzt, freut uns natürlich nicht, aber dass du heute Abend oder ja an diesem frühen Abend Zeit gefunden hast, mit uns zu reden. Ich meine, gleich die erste Frage, hast du Zeit momentan sehr, sehr viel durch die Situation oder musst du eigentlich sehr viel planen, Überlegungen vorbereiten? Zeit habe ich. Mhm. Ich pendle ja zwischen Home Learning mit meinen Kindern. Ich habe relativ viele Aufgaben von der Schule bekommen. Da sitzen wir uns natürlich immer vormittags hin. Und, also vormittags Lehre, nachmittags Vater, Ehemann und zwischendurch Lernen für die bevorstehende Prüfung für den Fußballlehrer. Wann steht die denn an? Ist die momentan auch in der Schwebe oder wird die in jedem Fall stattfinden? Nein, die wird in jedem Fall stattfinden. Wir warten nur noch auf Entscheidungen auf der Landesebene in NRW, dass wir uns wieder sammeln dürfen in die Sportschulen. Mhm. Und die letztlichen Prüfungen, schriftliche und mündliche Prüfungen durchziehen können. Okay, NRW, ist das nicht Armin Laschet? Das geht ja schnell. Da wird doch alles am schnellsten durchgewunken, habe ich so das Gefühl. Gebe mal gleich an die Kollegen weiter, die sich wahrscheinlich auch schon darauf vorbereitet haben und darauf gefreut haben, dass Stephen Tarantulo heute bei uns ist. Erstmal ist es natürlich, ich habe es glaube ich schon gesagt, eine große Ehre. Vielleicht hat der eine oder andere auch jetzt in den letzten Tagen, gab es ja immer mal wieder Fußballspiele aus der Vergangenheit von Hannover 96 zu sehen. Also wir haben sowieso schon so einen leichten nostalgischen Touch gerade. Stanley, Niklas, wie sieht's aus? Ich hatte bestimmt auch irgendwas auch parat. Ja, Stephen, ich würde direkt gerne daran anknüpfen wollen.
Und zwar die Fußballlehrerprüfung. Wie sieht es denn da aus? Also wie kann man sich so einen Lehrgang vorstellen? Ich denke mir immer, da sind ja ehemalige Profifußballer oft, die dann mit normalen Leuten, sage ich mal, diesen Lehrgang bestreiten. Und du als Bundesliga-Legende, wie wohl fühlst du dich bei so einem Lehrgang? Also tatsächlich ist es von Bestes eine bunte Mischung. Da haben sie die Entscheidungskomitee gute Arbeit geleistet. Wir haben ja Verbandslehrer, Lehrer, Sportwissenschaftler, Ex-Profis, Amateurspieler, die sich als Trainer hochgearbeitet haben. Wirklich alles bunt gemischt. Das ist auch gut so. Wir lernen voneinander und die Gruppe und der Lehrgang, glaube ich, lebt davon, dass wir unser Wissen teilen miteinander. Und bisher kann ich nur Positives berichten über diese Prozesse und den Lehrgang. Und die Prüfung, klar, gibt es ja verschiedene Fächer, Psychologie, Fußball, Fitness, Ernährung, Regelkunde, natürlich Fußball, auch in der Theorie, nicht nur in der Praxis. Also unglaublich facettenreich, aber eine tolle Ausbildung. Wie läuft es denn bei dir persönlich? Kannst du das schon abschätzen? Also wirst du Jahrgangsbester oder wie läuft es bei dir persönlich? Oh, das weiß ich gar nicht, wäre auch gar nicht mein Ziel. Ich kann ja nur sagen, dass ich jede Menge mitnehme und bin für jegliche Aufgabe in die Fußballwelt vorbereitet, sehr gut vorbereitet. Und im Anschluss könntest du dann quasi im Prinzip jeden Trainerjob der Welt eigentlich grundsätzlich übernehmen, richtig? Das ist richtig, ja. Also falls jetzt Barcelona oder irgendwo was frei werden würde, sehr, sehr schnell. Wir haben einen Anrufer in der Leitung, der letzte Woche auch ganz schnell war und der hat wahrscheinlich heute auch eine Frage an unseren Gast. Deswegen wollen wir ihn mal kurz reinbitten. Das ist der Michael. Hallo, guten Abend. Hallo Matthias. Also nochmal zu den 96er-Spielen, da rufe ich nachher nochmal an, wo du die gesehen haben willst. Ach so, das ist im Internet, mein Ach lieber so, Michael. Nee, dann ist gut. Auf Sky gibt es nämlich keinen. Nein. Aber ich rufe nachher. Wir wollen ja jetzt erstmal Steven. Hallo Steven, mein Name ist Micha. Ich habe eine Frage. Ich habe dich ja nun von Anfang an verfolgt. Ich kann und weiß, dass du also ein großer Torjäger bist. Also ich habe ja ausgerechnet, in jedem 52. Spiel hast du mal ein Tor geschossen. Das ist also ganz wichtig für meine Frage. Okay. Hört er mich jetzt? Was ist der, Entschuldigung, ist Stanley? Stanley? Hallo? Stanley, du musst mal ruhig sein, wir hören dich die ganze Zeit. Der Michael kann seine Frage nicht stellen. Matthias, ja, Hauptsache Steven hört sie noch. Michael nicht. Jetzt verstehe ich gar nichts, weil alle durcheinander geredet haben. Denn hört Steven die Frage? Sonst wäre es ja blöd. Das weiß ich nicht. Ja, frag mal Steven, du bist doch der Moderator. Ja, Steven, hast du die Frage bis hierhin verstanden? Nein, ich höre nichts. Ich habe nur deine Stimme, Stanleys und Niklas. Oh. Ach gut, dann müsste ich... Soll ich nochmal versuchen? Also ich glaube, kann es sein, dass jetzt. Du... Also, hörst jetzt du ihn? Jetzt haben wir ihn. Okay, jetzt hört man dich, Micha. Ja, gut. Jetzt hört man dich. Steven, nochmal eine Frage zu dir als Torjäger. Was mich immer so wundert bei den Bundesligaspielern, es gibt so viele, wenn die ein Tor geschossen haben, dann ziehen die ihr Trikot aus und nehmen gerne eine gelbe Karte dafür in Kauf. Also ich finde das absoluten Schwachsinn. Was sagst du denn dazu? Also man muss noch dazu sagen, in der Zeit, als du den Michael nicht gehört hast, Steven, hat ja so schön aufgezählt, dass du alle 52 Spiele ein Tor gemacht hast. Ja, also ich hätte ja gern jetzt mal den Gesichtsausdruck von Ihnen gesehen. Schade. Ja, ich weiß nicht, wir sehen ihn jetzt momentan, sehen wir ihn nicht? Nein. Aber wir hören ihn hoffentlich. Steven? Ja, ich bin da. Also viele Tore waren es nicht. Schade, dass der Michael nicht zum Training ab und zu vorbeigekommen wäre. Dann hätte er jede Menge Tore von ihm gesehen. Aber es ist mal so, wenn Menschen emotional werden, dann kann es schon mal sein, dass sie ihr T-Shirts ausziehen. Und das nicht nur auf Fußball bezogen. Von daher, ich glaube, man kann es ja auf eine menschliche Ebene verstehen. Aber mit Sicherheit, mit das Wissen, dass man eine gelbe Karte bekommt, sollte man es natürlich auch am Fußballplatz lieber lassen. Es ist auch dämlich, passiert eigentlich meistens nur die Offensivspieler, aber Defensivspieler können in jeder Zeit eine gelbe Karte bekommen, das zweite, deshalb ist es sehr gefährlich. Glaube auch, dass es immer weniger passiert. Und wenn dann nur kurz vor Schluss. Na gut. Alle sollen erstmal die anderen die Fragen stellen.
Matthias, erstmal vielen Dank. Ich rufe nachher nochmal an. Wir sprechen uns später nochmal, Michael. Ja. Danke dir erstmal. Ja, ja, Steven, wie ist denn das gewesen? Im Prinzip kann man ja sagen, die letzte richtig angenehme, gute Abwehr für lange Zeit, da warst du ja tatsächlich noch selber beteiligt bei 96. Ich würde mal sagen, ungefähr relativ bald, nachdem du aufgehört hast, wurde das Ganze so ein bisschen, lückenhaft und auch gerne ein Krisenbestandteil der Mannschaft. Wie hast du denn die Abwehrentwicklung bei Hannover 96 nach deinem Ausscheiden gesehen? Ja, ähnlich wie alle anderen. Ne? Man braucht ja kein Expert zu sein, man braucht ja eigentlich nur auf die Tabelle zu schauen. Die Tordifferenz, die kassierte Tore in den letzten Jahren waren das Problem, insbesondere das Tordifferenz. Klar, vorne schießt man zu wenig, hinten kassierst du zu viel, dann steigst du natürlich zweimal in drei Jahre ab. Da ist natürlich auch etwas Stabilität zuletzt reingekommen worden. Mhm. Aber eine gute Abwehr ist das A und O für jede erfolgreiche Fußballmannschaft. Und da darf man eigentlich keine Auszeit sich erlauben. Ja, und wenn du jetzt als angehender Trainer Spiele beobachtest von einer Mannschaft, muss gar nicht 96 sein, eine Mannschaft, die Fehler macht in der Abwehr, wo etwas passiert, dass die Abwehr eben Tore kassiert. Erkennst du da immer sofort die Ansätze, was man im Grunde prinzipiell machen müsste? Oder gibt es auch mal so Sachen, dass du sagst, man weiß eigentlich nicht so richtig, was man da machen soll, weil es, keine Ahnung, vielleicht individuelle Fehler sind oder weil es schwierig ist zu erkennen, an welchen Punkten man anknüpfen musste? Weil du hast ja jetzt schon so ein bisschen, mindestens schon mal die theoretische, aber auch schon einige praktische Erfahrung im Trainingsbereich. Ja, also es hängt ein bisschen davon ab, wie derjenige, der Trainer über Fußball nachdenkt und spielen lässt. Es gibt unterschiedliche Weisen, wie man gegenüber arbeiten kann oder sein Tor verteidigen kann. Mhm. Man kann es ja auch mit einer hohen Pressing, man kann es auch mit einer tiefen Pressing. Dafür gibt es Prinzipien und Philosophien, die alle Trainer haben, und natürlich habe ich mein eigenes. Ja, welche denn? Sag doch mal schon mal. Was wäre denn so deins? Dafür brauchen wir ein paar Stunden. Da hat man über 11 Monate natürlich auch eine Spielphilosophie entwickelt bei der Fußballlehre und über meine ganze Erfahrung als Spieler und als Trainer in den letzten 20 Jahren. Von daher, dafür reicht die Zeit nicht aus. Aber klar, bezogen auf meine eigene Philosophie, wüsste ich sofort, wo ich als Trainer mit meiner Mannschaft ansetzen würde, erstmal im Training und in den Spielen und natürlich auch in die Beobachtung in Richtung Gegner, wo sie ihre Schwäche haben und wo wir unsere Chancen dann nutzen können. Ich würde, Steven, du hast ja unter anderem die U15 und die U17 bei 96 trainiert als Trainer. Und ich finde, da sind ja somit die spannendsten Entwicklungen zu sehen. Also wir haben in den letzten Wochen und Monaten hier auch immer wieder über Jugendspieler gesprochen, die dann den Schritt zum Profifußballer schaffen. Wie guckst du denn darauf? Also welche Charakteristika muss so ein junger Spieler mitbringen, um dann nach oben zu kommen in die erste Elf? Und inwiefern hat sich das vielleicht auch in den letzten 10, 15, 20 Jahren verändert? Ja, es entwickelt sich ständig. Tatsächlich Ausbildungsfußball sehr interessant, habe ich auch super gerne gemacht. Finde ich auch sehr interessant. Ist komplett der Gegenteil zu Herrenbereich. Herrenbereich ist selbstverständlich ergebnisorientiert und das ist natürlich das A und O und daran muss man sich auch richten. Im Ausbildungsbereich natürlich gucken wir auf die Entwicklung von den Jungs und auf bestimmte Merkmale. Das ändert sich von Verein zu Verein. Merkmale, die jetzt, glaube ich, immer wichtiger wären sind, sei mal Spieler, die Probleme lösen können auf dem Platz, einem kognitiven Bereich, aber natürlich auch im technischen und taktischen Bereich. Das Spiel bewegt sich immer schneller und daher die Entscheidungsprozesse werden häufiger trainiert, hoffentlich auf die Plätze heutzutage. Und das ist so ein Punkt, wo ich in der Zukunft sehe, wo wir noch viel Luft haben da oben. Und wo ich natürlich als Trainer auch ansetze. Wie war das denn früher bei dir? Also war Fußball früher auch ein Stück weit einfacher, gerade so wenn du auf den Jugendbereich guckst? Wie war es bei dir so in der Jugend, im Jugendfußball? Wie würdest du das vergleichen? Also klar, meine fußballerische Ausbildung kann man mit der Ausbildung hier in Deutschland gar nicht vergleichen. Ich habe zweimal die Woche trainiert.
Mehr war es nicht. Und da war es ja schon längst nicht so strukturiert, wie es hier in Deutschland ist. Ich glaube, ich habe an den anderen Tagen war ich natürlich auch unterwegs, sportlich, im athletischen Bereich. Ich habe andere Sportarten gespielt: Baseball, Basketball, Football, Surfen, alles möglich. Von daher sind meine koordinative Fähigkeiten als Athlet waren sie vielleicht weiter als der normale deutsche Athlet gewesen ist oder ist. Aber meine fußballerische Ausbildung, da brauchen wir nicht drüber sprechen, da gibt es ja sehr lückenhaft, sag ich mal so. Es gab ja nun immer wieder auch Gerüchte und Wünsche von Fans und immer mal wieder das Gespräch darüber, dass du dir durchaus vorstellen könntest, auch langfristig irgendwann mal wieder hier bei Hannover 96 zu landen. Ist das für dich immer noch ein sehr aktives Ziel, vielleicht nicht unbedingt in sofortiger Zukunft, aber zumindest langfristig gesehen? Ja, klar. Also für 96 zu spielen damals war toll, war für mich eine Ehre. Ich habe da wirklich Spaß gehabt. Glaube, ich könnte auch einiges zurückgeben an Emotionen. Und dann als Trainer später hat es ja auch genau dasselbe. Versucht eigentlich nur meine Erfahrung halt, so unsere Nachwuchskicker zurückzugeben und nebenbei natürlich auch Spaß zu haben mit den Jungs. Tolle Zeiten, gerne wieder. Aber da, wann es wird, natürlich bin ich dafür die falsche Ansprechpartner. Hast du denn, ich meine, mal blöde gefragt, es gab ja dann irgendwann mal in der Zeitung einfach nur diese Meldung, dass der derzeitige Trainer Kenan Kurçak gesagt hat, ja, im Augenblick kann es eigentlich nicht oder kann er sich nicht vorstellen, weil er kennt dich ja nicht. Das war aber wahrscheinlich, wie man die Medien so kennt, wahrscheinlich einfach eine sehr verkürzte Wiedergabe. Das klang so ein bisschen unfreundlich, war es aber, glaube ich, wahrscheinlich überhaupt nicht gemeint. Aber einfach mal die Frage, habt ihr euch denn inzwischen vielleicht mal bei einer Videokonferenz oder auf anderem Wege kennengelernt? Ein bisschen. Also das ist natürlich auch Gerüchte in der Zeitung und so weiter und alles, was die Zukunft betrifft, hoffentlich, das wird sich bald klären und bisher gab es ja nichts zu melden und wenn es was gibt, dann natürlich wird das auch sofort rausgegeben, aber bisher, wie gesagt, vormittags Lehrer, nachmittags ja. Papa und abends lernen, also Student. Ich habe genug zu tun und hoffentlich bald natürlich wieder auf dem Platz stehen, aber bis dahin müssen wir noch etwas gedulden. Darf ich eine Frage stellen? Achso, ja. Stanley? Ja, Stanley, mach gut. Stanley, habe ich gerade gehört? Ja. Darf ich eine Frage jetzt stellen? Klar. Ja, ja, hallo. Es ist ganz toll, dich wiederzusehen. Was war eigentlich für dich das beste Spiel in deiner Spielerlaufbahn bei 96? Wie meinst du, hello Stanley, my friend, it's always great to see you. Wie meinst du bestes Spiel? Also jetzt einzeln? Ich meine nicht das letzte Spiel. Ich meine für dich das Spiel, das, ihr weißt, das ist wie ein Orgasm gewesen. Dein erster Tor oder deine erste rote Karte oder wie war das? Ja, mit Sicherheit nicht. Ich glaube tatsächlich, es sind so ein paar Phasen in meiner Karriere, die natürlich hängen geblieben sind oder zumindest als erstes in meinen Kopf reinkommen, wenn ich daran denke. Der Anfang, erstes Spiel in Uerdingen, zweite Liga, Auswärtsspiel. Auch immer ein tolles Erlebnis, das allererste Profispiel. Und dann später zur Aufstiegssaison, natürlich war es irgendwann hatten wir einen Lauf und konnten auch nichts Falsches machen. Das waren tolle Momente. Und dann zum Schluss, klar, die Euroleague-Zeiten. Ne? Man wird ja nie vergessen, Sevilla zu Hause oder Atletico Madrid zu Hause. Das sind schon tolle Momente, wo ich sage, weniger die einzelnen Leistungen und Momente meiner Karriere kommen im Kopf, sondern eher die mannschaftlichen Leistungen. Das war schon ein toller Moment. Und die zweite Frage ist, wer war dein Lieblingsspieler gegengespielt? Wer war deine Liebling? Deine, weißt du, wie ich das meine, oder? Gegenspieler? Hallo? Ich glaube, ja.
Ja. Okay, Gegenspieler, also es gab zwei, wo ich sage, das war echt eine Herausforderung. Klar, Franck Ribéry war jedes Mal, ja, nicht ohne, sage ich mal so, und ist auch mir nicht immer gelungen, ihn über 90 Minuten zu decken. Und dann ganz früh in seiner Karriere hat er auch links gespielt, Sergio Roberto, wobei Leverkusen war, eine ganz tolle Mannschaft. Ja, ich bin ehrlich, wenn beide wollten, dann kamen sie auch jedes Mal mir vorbei. Von daher musste man mit anderen mitarbeiten, sich auf Mitspieler verlassen, wie Altin oder anderen Jungs. Und da ging's, aber eins gegen solche Weltklasse-Spieler, dann wird man natürlich von 10 Mal ein paar Mal alt aussehen. Das ist so. Aber gerade bei Franck Ribéry finde ich die Frage spannend. Also bei dem weiß man ja auch, dass er dann mal ein bisschen hochgekocht ist oder auch immer noch so ein bisschen hochkocht im Spiel und dann mal das ein oder andere Wort fallen lässt. Wie läuft das ab so im Zweikampf? Lässt man dann mal das eine Wort oder das andere fallen oder tritt mal absichtlich auf den Fuß oder so? Also man behakelt sich dann ja schon so ein bisschen gegenseitig, oder? Ja, das kommt immer auf die Situation an. Also ein Gefühl für die Situation zu haben, wie ist der Gegenspieler drauf, emotional, wie ist die Mannschaft drauf, wie sind wir dann drauf vor allem, wie bin ich dann drauf. Das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen, die dementsprechend mein Verhalten den Gegenspieler gegenüber beeinflussen. Aber hast du dann auch mal so ein Schimpfwort rausgehauen gegen Franck Ribéry zum Beispiel? Klar, klar. Und dann auf jeder Sprache, den ich kann, Spanisch, Französisch, Englisch, Deutsch, alles möglich, rutscht da raus. Auf dem Platz, wenn man damals Was ist los? Ich glaube, wir hören ihn nicht mehr. Steven? So, jetzt. Ah. Ja. Ist Ribéry reingekommen und hat deine Anlage schnell abgebaut? Ja, kann sein. Ja, wahrscheinlich. Er schaut bestimmt zu. damals vor der Video Assistant Referee war es einfacher. Sag ich mal, abseits der Schiri der einen oder anderen Sache klarzustellen. Heute geht es gar nicht mehr. Von daher, es war schon ein anderes Wörtchen und Berührung. Findest du das denn gut, dass wir den Videoschiedsrichter haben? Oder? Nochmal bitte? Findest du es gut, dass wir den Videoschiedsrichter haben? Also findest du das insgesamt eine begrüßenswerte Entwicklung oder gehörst du auch eher zu den Leuten, die sagen, das macht schon auch im Spiel, wie du es kennst, ein bisschen was kaputt von der Atmosphäre? Ganz persönlich. Ich glaube nicht, dass die Atmosphäre dadurch kaputt geht. Was ich sehr gut finde, ist, sagen wir, die Abseitsentscheidungen oder wenn ein Tor fällt, das ist sicherlich gerechter und ich kann mich schon durchaus an Szenen erinnern, als Abwehrspieler, es wurden Tore gegeben, die klar abseits waren, das passiert nicht mehr, von daher, das ist sehr gut. Aber auf der anderen Seite wären dann jegliche Art von Emotionen im Spiel, die die Spieler zeigen, den wir auch sehen wollen als Zuschauer, die werden natürlich sofort bestraft und das finde ich ein bisschen schade. Ich finde, wenn da mal ein Mittelweg findet, Emotionen durchlassen, die auch mal ab und zu grenzwertig sind, die müsste man einfach durchlassen, aber die Fehlentscheidungen dann aus dem Spiel nehmen, dann haben wir den richtigen Maß gefunden und dann halte ich es für eine schöne Bereicherung. Okay. A quick question. Was hast du eigentlich an einem Spiel mitgemacht, wo there was viel kritische Sachen abgegangen? Ich weiß nicht, war es irgendwie einem Verein hier in der Bundesliga, wo du bist hingegangen und du wusstest, du weißt, es wird nicht so nett sein? Ist er da? Ja, ja. Also ich fand, dadurch, dass ich mit der amerikanischen Nationalmannschaft in die Karibik, in Mexico City oder in Mittelamerika unterwegs war, in Honduras, Costa Rica, Guatemala, Panama. Dadurch, dass ich da unterwegs war und schon andere Stadien und Atmosphäre gesehen habe, war das alles, was wir in der Bundesliga erfahren haben, relativ harmlos, muss man schon sagen. Ein Kompliment an die Fans hier in Deutschland und die Organisatoren und die Polizei, dass hier alles im Griff ist. Also in San Pedro Sula, da geht das ja natürlich anders her, oder in Costa Rica. Da werden Sachen geschmissen und nicht ungefährliche Sachen und das regelmäßig, Hotelzimmer,
werden natürlich Hotellobbys werden gestürmt von Fans, Busse werden attackiert. Also es ist gang und gäbe in Mittelamerika. Von daher habe ich mich immer gefreut, in Deutschland zu spielen, weil das passiert selten. Ich finde das so spannend zu hören. Ne? Also mein erstes Panini-Sammelalbum war aus der Saison 2002, 2003. Und ich kann mich noch erinnern, ich hatte deinen Sticker, ich glaube, 3 oder 4 Mal. Und man merkt ja auch, also wie viel du mitgemacht hast. Ne? Wie oft merkst du heute eigentlich noch, dass du da eine verrückte 15 Jahre deines Lebens hattest? Das ist schon, das, als ich 40 wurde, habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht. Ne? Ich will nicht sagen, das war eine Midlife-Crisis, aber man fängt an, natürlich auch nachzudenken. Die ersten 40 Jahre waren recht voll. Ne? Und da, wenn man durch Fotoalben durchgeht und alten Clips anguckt, dann merkt man schon, ja, man hat schon einiges erlebt. Der Kunst ist aber, von der Erfahrung, die ich gemacht habe oder die einen gemacht hat, daraus zu lernen und das natürlich in die Zukunft, in zukünftige Aufgaben umzusetzen, ne? Die Lehre daraus. Und das versuche ich gerade auch alles zu verschriftlichen von damals. Und das ist eine Menge gewesen. Aber ich sage mal so, die positiven Erinnerungen sind deutlich mehr als die negativen. Daher, Blick ist ja positiv. Kriegen wir dann noch die Tagebücher des Stephen Chirondolo irgendwann zu lesen, wenn du sagst, du verschriftlichst deine Erinnerungen? Ja, das ist, glaube ich, wenig interessant für die Zuschauer und vielleicht mehr für angehende Trainer oder Spieler. Das sind sehr viel über das Fach Fußball, Training und so weiter. Also schon Trainingswissen und Fußballlehre. Also es ist mehr ein Arbeitstagebuch und weniger eine emotionale Tagebuch. Und wenn man jetzt mal von dem Gedanken noch mal ganz kurz weggeht, dass wir alle uns wahrscheinlich wünschen würden, irgendwann dich mal in einer noch wieder in einer größeren Funktion bei Hannover 96 zu sehen. Wenn man es mal ganz theoretisch nur mal die Trainertätigkeit betrachtet, was würde dich denn grundsätzlich als Job, der jetzt vielleicht als erstes dann mal ansteht, mehr reizen? Einen kleineren Club mit sehr begrenzten Mitteln irgendwie, aber vielleicht mehr über den Spirit aufbauen oder eher ein Club, wo du das Gefühl hast, hier ist jetzt irgendwie finanziell, hier habe ich Möglichkeiten, hier kann ich mehr das machen, was ich mir eigentlich vorstelle, aber dann sind die Erwartungen vielleicht auch ein bisschen höher. Was wäre eher so deins, was du als erstes dir vielleicht wünschen würdest? Weder noch. Also für mich interessant sind tatsächlich Vereine, unabhängig von finanzieller Lage, die ein Ziel nachgehen, die einen klaren Plan haben. Gerne bin ich auch Teil, diesen Plan zu entwickeln. Und da hat man die Zeit und man möchte es auch umsetzen. Das heißt, man geht seiner Ziele dann professionell nach und das kann mit viel Geld erledigt werden, das kann auch mit wenig Geld erledigt werden. Der eine schließt der andere nicht aus. Für mich wäre wichtig, ja, an einem Projekt teilzunehmen und einfach nicht an der Linie hinzustellen und von Woche zu Woche zu denken und Ergebnisse zu liefern. Natürlich sind Ergebnisse in professionellem Fußball wichtig, aber die Richtung, in der man denkt und arbeitet, das sollte auch bewertet werden und honoriert werden. Und ich finde, an einem Projekt teilzunehmen in professionellem Fußball oder im Amateurbereich oder im Jugendbereich, total interessant, weil man denkt ja etwas, also vielleicht mittelfristig und langfristig, und dementsprechend geht man die Aufgaben dann an. Gibt es Trainer, die du entweder erlebt hast selber oder vielleicht auch nur mal, naja, zumindest irgendwie kennengelernt hast oder beobachtet hast, wo du sagen würdest, das ist so ein bisschen ein Vorbild oder eine Inspiration, ganz speziell für dich vielleicht auch als Trainer später, würdest du gerne auch in die Richtung so ein bisschen gehen? Ja, es gibt viele Vorbilder. Ich glaube, alle Trainer haben was gemeinsam, indem wir uns alle uns gegenseitig klauen. Alle Trainer auf der Welt sind ja Klauer und der Kunst ist es natürlich, von den Trainern das zu nehmen, was zu dir passt oder was du nehmen kannst und so weiter. Vorbilder, klar, meine eigene Karriere. Trainer wie Ralf Rangnick hat einiges bewegt und aufgebaut und hat es nicht nur in Hannover gemacht, sondern in anderen Vereinen. Und ist jemand, der schon das große Ganze sieht, aber auch in das tägliche Tagesgeschäft auch Entscheidungen
treffen kann. Ja, andere Trainer, wie Dieter Hecking, hat auch eine tolle Entwicklung hinter sich. Zuerst hier als Mitspieler und dann über kleine Vereine, Fair und Aachen und so weiter und dann zu Hannover. Eine tolle Entwicklung. Sind von Trainern, den ich persönlich sehr viel mitnehme und versucht auch umzusetzen. Glaubst du, dass Frank Randig ist wirklich eine Art Premier League Manager und einer von, ich glaube, er ist ein Allrounder. Ja, er ist tatsächlich jemanden, der, glaube ich, in beide Rollen gut aufgehoben wäre, als Sportdirektor oder Manager oder als Geschäftsführer, Trainer. Er kann beide. Aber ich glaube, wenn er Trainer ist, dann vermisst er vielleicht so ein bisschen das Management. Und wenn er ins Management ist, vermisst er ein bisschen das Trainerbereich. Ralf ist auch jemand, der selber sagt, er versucht immer einen Schritt voraus zu denken und zu handeln. Und ja, seine Karriere beweist das ja auch, dass er immer einen Schritt ausgedacht hat. Apropos Trainer, Manager. Hast du eigentlich in einem Geisterspiel, hast du Geisterspiel gespielt? Nein. Wie glaube ich, sein? Ich glaube, für die Spieler wird es nicht großartig anders sein als Vorbereitungsspieler, die alle gemacht haben ohne Zuschauer. Die Spieler werden das gut hinbekommen. Natürlich geht es um etwas mehr als ein Vorbereitungsspiel. Es geht um Punkte. Von daher, ich kann mir auch sehr gut erinnern an Vorbereitungsspiele, insbesondere gegen holländische Mannschaften, wo da die Fetzen auch geflogen sind. Es war auch sehr emotional und da wurde auch um jeden Meter gekämpft. Und wenn man jetzt überlegt, es geht um Punkte in die Bundesliga und eventuell auch Abstiegs- und Aufstiegsplätze, da wird um noch mehr gekämpft. Von daher machen wir keine Sorge, die Spieler werden emotional sein. Nur schade für uns Fans, dass wir natürlich nicht live dabei sein können. Aber wenigstens da am Fernseher und das Wettbewerb und die Bundesliga, die wir heute kennen, so lieben, weitergeht. Ich würde gerne noch eine ganz kurze Frage zu dem Managerposten nochmal stellen. Da bin ich gerade drauf gekommen, weil du über Ralf Rangnick gesprochen hast. Es gibt noch einen anderen Manager in Deutschland, auf den gerade alle so ein bisschen mit Bewunderung schauen, den du, glaube ich, auch ganz gut kennst, Freddy Bobic. Was macht der gerade seit ein paar Jahren einfach so extrem richtig bei Eintracht Frankfurt? Ja, also um die Antwort kurz zu fassen, die treffen gute Entscheidungen auf dem Transfermarkt. Das ist das Erste, was immer entscheidend ist im Fußball, dass die Entscheidungen getroffen werden, die holen ja Spieler und die funktionieren sofort. Und die Mannschaft hat ein Gesicht. Also es wurde jetzt nicht der geholt und der geholt und der geholt und hoffen, dass es irgendwie zusammenklappt, sondern die werden sorgfältig ausgesucht, sehr lange beobachtet, bestimmte Kriterien erfüllt für den Club, für den Trainerstab und für die Mannschaft. Und ja, Freddy macht das super. Außerdem, man hat einmal das Sportliche, aber Freddy ist auch menschlich ein ganz, ganz toller Mensch und hat ein super Menschenkenntnis und Gefühl für und Empathie für die Mitarbeiter und auch eine tolle Führungsqualität, was er täglich, weiß ich, von anderen in Frankfurt umsetzt. Und das wird natürlich in Frankfurt genossen, aber auch jetzt überregional und deutschlandweit anerkannt. Und ich freue mich sehr für ihn. Ja, dann würde ich sagen, sagen wir ganz herzliches Dankeschön. Drücken die Daumen für die Prüfung, für die anstehende Prüfung. Und natürlich noch wichtiger, vor allen Dingen für die Zeit danach, also wenn es dann darum geht, damit dann auch erstmal wieder einen guten Job zu finden, hoffentlich. Das ist ja fast noch wichtiger. Die Prüfung, da sind wir ja alle ganz zuversichtlich, hast du ja auch schon gesagt. Musst ja nicht Jahrgangsbester werden, aber hinkriegen wirst du es wohl. Wir würden uns freuen, ne, habe ich schon gesagt, 96 wird vermutlich, ich spreche da jetzt einfach mal nicht im Namen, zwar nicht im Namen des Vereins, aber ich sage einfach trotzdem mal, ich glaube, 96 wird immer, bei 96 wird immer ein Platz für dich sein. Nicht nur im Herzen, sondern hoffentlich auch irgendwo im Verein. Steven Cherundolo, herzlichen Dank.
Ja, gerne. Dank. Schönen Abend. Danke, ciao. Ciao. Ja, alle, die sich jetzt zärtlich zurückgehalten haben, weil sie gedacht haben, oh, wenn sie jetzt mit Steven Cirundolo reden, dann dürfen wir ja nicht anrufen. Micha hat es ja auch getan. Also es ist nicht so, dass es nicht erlaubt ist. Wir haben nur gar keine Zeit gehabt, groß darauf hinzuweisen. Da steht die Telefonnummer, falls ihr also doch noch Lust habt, über das Gesehene zu reden oder über die Zukunft mit Hannover 96 zu reden. 36701 70 wäre die Telefonnummer. Die Entwicklung ist ja jetzt, Stanley hat es gerade schon angesprochen, ist ja jetzt noch stärker dahin gegangen, dass es wohl Geisterspiele geben wird, beziehungsweise zumindest die Bundesliga hat, die Vertreter der Bundesliga haben für ihren Teil beschlossen, wie es ihrer Meinung nach möglich ist und gesagt, dass es möglich ist. Jetzt ist aber die Frage, was die Politik entscheidet. Und ja, was sagt ihr beiden, Stanley, Niklas, zur Situation? Ach, ich finde vor allem so spannend, wenn man die Sportarten vergleicht, ne? Also, dass der Handball sofort gesagt hat, komm, wir beenden die Saison. Der Basketball heute hat ja, ich glaube, heute war es, ne? Also die BBL sagt, sie will weitermachen nach dem Vorbild Fußball und entwickelt jetzt eben auch diese Sicherheitskonzepte. Also ich glaube, es kommt jetzt ganz stark darauf an, ob diese Sicherheitskonzepte greifen. Man hat es gestern Abend, finde ich, bei Anne Will wieder schön gesehen, Armin Laschet, der sagt, nee, im Sicherheitskonzept ist ja, steht ja drin, dass keine Fanansammlungen vor dem Stadion stattfinden sollen. Da wollen wir mal abwarten, ja, ob das wirklich dann so passiert. Burggräben mit Krokodilen wären vielleicht dann kurzfristig eine gute Idee. Ja, unbedingt. Ja. Ja. Genau, also ich glaube, auf die Sachen kommt es an, ne? Also so richtig überzeugt bin ich davon noch nicht. Andererseits will ich natürlich auch wieder Fußball sehen. Und da greift dann so ein bisschen mein Egoismus und ich denke, ja komm, das soll schon mal hinhauen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich bin da unentschieden. Ja, also ich bin in der Hinsicht jetzt gar nicht so unentschieden, als ich auch sage, wenn ich jetzt nur an mich denke, ich würde eben auch tatsächlich gerne mal wieder, dass man auch mal wieder ein Thema hat, dass man mal über was anderes reden kann. Ich würde es schon ganz gern sehen und ich bin natürlich auch immer noch so illusorisch, dass ich sage, mit einer Mischung aus gesundem Menschenverstand und vielleicht tatsächlich natürlich Polizeieinsatz, sollten sich Ansammlungen vermeiden lassen. Es wäre natürlich schlau, wenn es möglichst viele gute alternative Lösungen gibt. Beispielsweise wäre natürlich zum Beispiel eine Variante, die, keine Ahnung, ob da in der Richtung nachgedacht wird. Es wird ja jetzt schon darüber geredet, ob man dann eventuell was im freien, empfangbaren Fernsehen überträgt. Aber ich denke, es würde ja schon reichen, wenn Sky beispielsweise jetzt als verantwortlicher Vertreter einfach eine Möglichkeit anbieten würde, dass alle Menschen, mindestens mal die Streaming-Möglichkeit haben, also die Internet haben. Schönen guten Abend, Micha, an der Stelle nochmal. Du gehörst ja nicht dazu. Aber nee. Aber alle, die im Internet das Internet haben, dass die vielleicht zum Beispiel einfach in der Lage sind, völlig unbürokratisch für nicht zu viel Geld jedes Spiel sich freikaufen zu können, sozusagen. Das heißt also auch Leute, die überhaupt kein Sky haben, könnten dann jedes Spiel, wenn sie dafür bezahlen, einen kleinen Beitrag sich angucken, weil es geht ja nicht nur darum, du kannst ja nicht nur dann das eine Spiel übertragen, sondern es gibt ja verschiedene Partikularinteressen. Da haben wir aber ja in dieser Saison beim Spiel Bayern gegen Dortmund schon sehr gut gesehen, wie gut Sky damit klarkommt, wenn viele Menschen ein Spiel sehen wollen. Nämlich gar nicht so richtig. Ja, wobei, das wäre dann ja wieder, wir hätten dann ja wieder die Situation, eigentlich sind die Spieltage dann ja relativ normal oder sogar noch gedrängter und die Spiele würden gleichzeitig stattfinden. Also ja. Von daher würde es sich hoffentlich stärker aufsplitten als jetzt bei so einem Samstag 18.30 Uhr Spiel, bei dem nun auch noch zufällig der Erste gegen den Zweiten spielt. Das ist natürlich schon nochmal eine besondere Situation gewesen. Micha, wie ist es bei dir? Du hast jetzt, du hast ja gesagt, dass du dich nochmal meldest. Was wäre denn so deine bevorzugte Lösung, wenn jetzt der Fußball weitergeht mit dem Gucken? Ja, genau das, wie du sagst, was glaube ich jetzt dieses DAZN schon macht, dass man also die Spiele kaufen kann. Denn wenn jetzt im ARD und ZDF, warte mal, ist das bei mir hier so ein Rückhall? Ich mach mal hier aus. Im Zweifel ja, wir haben gerade keinen. Also ich höre dich gut. So, wenn das auf DAZN, auf ARD übertragen wird. Achso, ja. Und ich bin jetzt Sky-Kunde und bezahle dafür und jetzt kriegt jeder das umsonst, dann würde ich auch sagen, wozu bezahle ich das?
Aber es ist ja eine ganz andere Situation. Und das wird auch nie so kommen, dass auch ARD und ZDF das frei übertragen wird. Das Aber dieses Kaufen, ja, das ist natürlich eine Sache auch für die Zukunft, wenn man das frei kaufen könnte, jedes Spiel. Warum nicht? Also, aber ob das technisch in so kurzer Zeit für ein halbes Jahr oder was weiß ich, ein Dreivierteljahr geht, ich weiß es nicht. Also das wäre halt das, was ich mir, wenn ich, gut, ich habe jetzt die Technik auch nicht komplett durchdacht. Ich weiß nur, dass Sky ja, man kann ja Sky über App und über, man kann ja Sky tatsächlich gucken, ohne diesen sogenannten Receiver zu haben. Und wenn sie so eine Lösung einrichten könnten, fände ich das zumindest, es fände ich relativ schlau. Die Vereine könnten sich dann ja nochmal überlegen, ob sie zum Beispiel dann wiederum noch einen Weg gehen, dass sie dann wiederum die Gebühr vielleicht für ihre Dauerkartenbesitzer, die kein Sky haben, dass die das dann übernehmen. Das heißt also, dass die Spieler, die Leute, die schon bezahlt haben für die Spiele, dann diese Spiele auch auf diese Weise trotzdem auch sehen können. Aber gut, das ist alles sehr kompliziert. Ja, genau. Aber es gibt ja, also wenn ich mich nicht täusche, dann ist es ja so, wie Micha das angesprochen hat mit DAZN und Eurosport, die eben die Freitagsspiele und die Montagsspiele übertragen, dass man sich das freikaufen kann. So gibt es das bei Sky ja auch. Also es gibt ja neben Sky Go. Ach, das gibt es tatsächlich. Ich sehe hier auch gerade schon, mir wird gerade auch schon gesagt, das geht sogar schon. Wie bitte? Man kann sich... Tagestickets. Ja, Tagestickets. Okay, dann wäre jetzt nur die Frage, ob das vielleicht, ob man da vielleicht finanziell kurzzeitig gucken müsste, dass es vielleicht mal den Leuten noch ein bisschen, ich weiß nicht, wie teuer das ist, ob das exorbitant teuer ist, dass das nicht so viele machen, aber das wäre natürlich dann noch, da könnte man... Weil die kostet 9,90 Euro pro Tag. Für alle Spiele oder sowas. Ja, aber mir geht's ja eher um die Partikularinteressen. Mir geht es ja eher darum, dass man sagt, ich will sowieso nur das Spiel von 96 am Sonntag früh sehen, keine Ahnung. Also ich will gar nicht so ein Ticket für den Tag, sondern ich will, das wäre halt das, ne, dass man den Leuten eben noch ein Stück weit noch mehr entgegenkommt einfach. Das wäre meiner Meinung nach sinnvoll. Ja. Das sind alles technische Sachen. Für wie lange? Ja, das ist die spannende Frage, genau, die jetzt, wenn wir jetzt mal vielleicht im Hinterkopf sagen, na gut, vielleicht wird es ja jetzt wirklich dazu kommen und dann gibt es eingeschränkte Zahlungen für das Beenden der Saison, aber haben ja alle schon gesagt, wenn das weitergeht und es wird im Zweifel, also die Wahrscheinlichkeit ist ja extrem hoch, dass die nächste Saison eigentlich genau so begonnen werden muss und dann wird es spannend, dann wird es, also, weil dann, ja. Muss dann. Nicht. Also du malst wieder den Teufel an der Wand. Ja, aber ich meine, das ist... Nee, ich sehe das auch so. Also ich meine, ich sehe das ähnlich. Es die einzige Variante wäre, dass wir dann vielleicht, dass die Zuschauer alle mit dem Auto ins Stadion fahren und die Spieler auf den Rängen spielen. So wie jetzt ja mit Konzerten das schon irgendwie offensichtlich in Hannover geplant ist mit Autos. Aber dass eine Massenveranstaltung vor Menschen in diesem Herbst, in dieser Größenordnung, erscheint mir unrealistisch tatsächlich. Na gut, aber du hast gesagt, die nächste Saison schon. Ach so, das wäre ich auch schon. Die wäre ja, in genau. Dieses, die beginnt ja im Herbst. Es geht mir nicht um nächstes Jahr. Gar nicht mehr, in welcher Saison man ist hier, da hast du schon recht. Ja, stimmt, also die nächste, es geht jetzt schon um den Beginn der nächsten Saison und der wäre im Zweifel stünde mit dem gleichen Problem. Jetzt nochmal zwei Sachen. Erstmal hast du gesagt, aber zum Glück hast du gleich noch weiter erklärt, dass du 96er-Spiele gesehen hast. Ich sehe seit 5 Wochen Sky, die Klassiker, aus England, aus Deutschland, da geht es um die interessantesten Spiele, die Spiele mit den meisten Toren, und da kommt über die spannenden Spiele. Vor? Da habe ich 5 Wochen jetzt geguckt, es wurde nicht einmal 96 angeboten. Da kann man mal sehen, was wir als Stammgäste von Hannover 96 im Stadion aushalten müssen. Aber umso besser, dass 96 TV jetzt auch damit anfängt. Ja, genau, das meinte ich. Ach so, die haben jetzt nämlich jedes Wochenende ein Spiel von 96 gestreamt. Gestern war es eins unserer Europapokalspiele zum Beispiel. Genau. Also woher immer diese Informationen her habt. Ja, das ist dieses Internet, von dem alle so viel reden. Ja, aber unter was sucht ihr denn da? In diesem Falle ist es tatsächlich dann auch noch zusätzlich Facebook. Also die Hannover 96 ist ja relativ aktiv, zum Beispiel bei Facebook. Ich glaube, es ging auch bei Twitter oder bei Instagram. Aber in der Hannoverschen Zeitung liest man sowas nicht. Das kann sein. Von jedem Kleingartenverein, der irgendwo neue Samen verkauft, aber nicht, dass 96 jetzt Spiele anbietet mit eigenem TV. Ja, nee, und sogar umsonst, also auch natürlich. Nee, also das stimmt, ich habe es in der Zeitung jetzt auch nicht gelesen, das ist richtig. Jetzt nochmal zu Steven Cherundolo. Also ich kenne den Mann ja 20 Jahre, ich habe ihn ja nun lange genug gesehen. Aber im Fernsehen vielleicht mal 3 Sätze, die er irgendwo, ich kann mich nie erinnern, dass der mal ein Interview gegeben hat. Der hat sich immer gedrückt und war bescheiden, zurückhaltend. Das, was heute war, so ein Interview von einem Fußballspieler,
also eigentlich fast noch nie gesehen. War auch bescheiden und zurückhaltend. Der ist ja intelligent, der findet auf alles eine Antwort, und wenn es eine diplomatische Antwort ist. Auch das manchmal, ja. Hm. Und er gibt sogar noch Sachen hier aus dem Nähkästchen preis, ohne dabei irgendwie was anderes zu sagen. Nennt auch Namen, wenn es um Trainer geht oder um Gegenspieler. Also das war eben ganz, ganz großes Fernsehen. Das war, gratuliere euch, dass er das so durchführen konnte. Spitzenklasse. Ich glaube, Stief hat ja den Cirundolo wohl da verpflichtet. Klasse. Wenn er nochmal so einen holt, Stanley meinst ich mir du? Nicht meinst vorstellen. Stanley? Du meinst Stanley, nicht Steve? Ja. Steve hat Cirundolo jeden Stanley, Tag verpflichtet. Ja, natürlich, Stanley meinte ich. Ne? Ja. Aber ich bin, ja. Auch, ich bin auch immer noch ganz hin und weg. Also ich finde auch extrem sympathischer Typ. Ja. Und wie gesagt, der war einer meiner ersten Panini-Sticker. Ja, dann, ja. Also und gleich dreifach. Legende, auch in meinem Herzen. Weil ich keiner tauschen wollte. Es wird immer eine leere Klebefläche in deinem Herzen für ihn bleiben. Ja. Aber nochmal zu Steven. Die letzten Worte da auf die Frage von Niklas oder was, die haben ja nur eigentlich bestätigt, dass er so schnell nicht zu 96 kommen wird. Ein Verein, der vorausschauend arbeitet, der eine Struktur hat. Also da müsste er ja gleich Präsident werden, um dieses Ganze bei 96 hinzukriegen. Da glaube ich also nicht dran. Mhm. Jetzt wieder diese 3-Jahres-Verpflichtung vom Trainer. Also von dem Zuba bin ich einfach schon vom Trainer. Wenn wir die ersten 2 Spiele verlieren gegen Dresden und gegen was weiß ich noch wo ein, dann haben wir diese Saison noch einen nächsten Trainer. Ah, da müssen wir noch mehr bezahlen. Naja, also ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, wir sind nicht an. Also ich meine, es ist immer noch, wir sind immer noch an einem gefährlichen Punkt der Tabelle, aber ich glaube, wir sind bei null an. Aber wir sind also nicht in der Situation. Ich glaube, alle. Also ich glaube, glaubst du wirklich? Also ich würde sagen, wenn wir die ersten beiden Spiele verlieren, ist nicht der Trainer weg. Tja, ist meine Meinung. Glaube ich nicht. Das glaube ich tatsächlich nicht. Und dann eins noch, ihr guckt ja immer alle so, weil gestern hatte ich irgend so ein TV-Sender, aber doch, irgendwo haben sie gesagt, es würde jetzt hier in Niedersachsen für Bundesliga-Vereine neue Corona-Regeln, Fußballregeln eingeführt. Aha. Also das Spucken auf dem Spielfeld wird nicht mehr erlaubt, keine Entschuldigung per Hand auf dem Spielfeld und so welche Sachen hier Stirn gegen Stirn auch nicht. Gibt es überall gleich gelbe Karte. Ach, und das Letzte, was hier Herr Weil wollte, der 5-Meter-Raum, der darf nur durch den Torwart betreten werden. Alle anderen müssen Distanz halten. Das also wenn das so losgeht, dann glaube ich gerade, nicht, dass wir nochmal Fußball viele sehen. Nachrichten rum. Ich weiß, ich müsste nochmal nachgucken, aber also ich glaube, wir können uns darauf festlegen, dass am Ende irgendwelche Regeln da stehen und ich glaube, die werden dann auch ja alle nochmal überprüft und so. Und so lange würde ich erstmal nichts glauben, was da irgendwie rumgeistert. Nee, und ich bin auch wirklich entsetzt. Also wenn kein Spucken mehr erlaubt ist, also mal ganz im Ernst, Spucken war doch bislang auch schon eine gelbe Karte, oder? Auf der Erde. Ja, auf dem Boden. Ach so, auf die Erde. Na gut, das geht vielleicht noch, ja. Okay. Der Nächste fällt da mit seiner Nase drauf. Ohne Maske. Ja. Das kann im Zweifel passieren. Ach, ist alles ich finde an der ganzen Sache mit der Abstandsregelung, das ist ja vor allen Dingen schwierig für Abwehrspieler. Ja. Aber ich glaube, die Abwehr von Hannover 96 war ja schon vor Corona ganz gut darin, den Gegner ein bisschen Abstand zu halten. Eins nochmal an die anderen Zuschauer. Ich habe extra zu Frank vorne gesagt, häng mich bitte ganz hinten ran. Aber es meldet sich keiner. Deswegen komme ich immer gleich ins Fernsehen ran. Es müssen immer andere anrufen. Mensch, wir haben so viele. Ja, wir haben so viele, aber irgendwie... Aber Michael, du drängst ins Licht und dann beschwerst du dich darüber. Nein, ich dränge mich eben nicht. Er wollte ja gerne ganz hinten dran, ich fühle aber mich es ja war... nur als Lückenbüßer. Ja, aber es ist doch, also ist doch schön, dass wir reden ja, können. Ja, sicher. Oder? Die Frage ist ja auch immer, ob die Leute, also ich meine, es ist ja tatsächlich so bei aller, es gibt ja momentan, es geht uns ja auch ein bisschen so, es gibt ja im Augenblick keine oder wenig richtig 96-bezogene Themen. Also ne, wir haben ja jetzt es brennt jetzt wahrscheinlich niemandem etwas direkt über der Hannover 96 auf den Nägeln, was er loswerden will, was ja eigentlich der Impetus ist, der die Leute zum Anrufen bei uns verleiten soll. Also richtig. Heute ist es so ein bisschen, das sind jetzt so Bonusausgaben, die wir machen, weil wir irgendwie auch alle Zeit haben und gerne
miteinander quatschen. Und wenn wir dann noch das Glück haben, wie heute den Steven Cirundolo in der Sendung zu haben, ist es natürlich besonders schön. Dann kann man eben auch mal einfach über was anderes ein bisschen reden und muss nicht über aktuelle Dinge die ganze Zeit nur reden. Aber wenn jetzt wer anders anruft, dann bürchte mich ab und saß es sofort. Aber jetzt ist es ohnehin so, wir sind jetzt ohnehin durch. Du hast es wieder geschafft, du bist geblieben bis zum Lied. das heute auch aus deiner. Darf ich jetzt was fragen? Bitte? Ja. Darf ich jetzt was fragen? Stanley, also ich verabschiede mich schon. Ich verabschiede mich auch. Okay, mach's gut. Ja. Woche. Micha, schönen Abend noch. Ciao, danke für den Anruf. Stanley, ich hoffe, wir verstehen dich. Irgendwie ist immer die Hälfte von dir nicht zu verstehen. Gesagt, ich weiß, tut mir leid, ich würde nächste Woche den Laptop benutzen. Hat FIFA gesagt, er wollte jetzt 5 Einwechselspieler jetzt anfangen, vielleicht nächstes Jahr. Wie findest du das? Ja, das habe ich auch gelesen tatsächlich. Ich glaube, also die Debatte darum gibt es ja schon länger. Und ja. Bei der Verlängerung wurde es ja eh schon eingeführt. Und ich sehe eigentlich kein Problem dabei, weil, also meinetwegen könnte man das ruhig machen. Das Spiel wird schneller, das Spiel wird intensiver, kräftezehrender. Ich finde, das kann man auch abseits von Corona, ist das eine ganz gute Regelung, die man ruhig mal länger bedenken kann. Finde ich okay. Also ich hätte da jetzt auch keine Probleme damit, ehrlich gesagt. Die Anzahl der einzuwechseln oder der möglicherweise einzuwechselnden Spieler macht für mich den Reiz des Spiels nicht aus, wenn sie größer oder kleiner ist, muss ich tatsächlich sagen. Also, aber da bin ich einigermaßen neutral. Nicht zu viel werden. Bitte? Es sollte nicht so werden wie beim Eishockey, dass irgendwann so in der Halbzeit alle 11 ausgewechselt werden, finde ich. Mhm. Aber bei 5 sehe ich noch kein Problem. Also ich glaube, 5 ist immer noch eine gute Wechselgröße. Ja, dann würde ich sagen, sind wir jetzt wirklich am Schluss? Stanley, yes. Bei dir auch? Oder gibt es noch? Ja, ich bin tut mir jetzt leid wegen die. Ich würde zurück zu die Laptop versuchen nächste Woche. Das Bild? So viele Grüße hier von der Ponderosa. Aber das Bild ist gut. Also wir haben dich immerhin besser gesehen, haben wir dich besser. Nur der Ton war so ein bisschen gestört ab und zu mal. Naja. Es gibt jetzt. Aber es ist hier auch. Es war hier auch, dass manchmal ist es. Okay. Aber es ist egal. Gut. Tschüss, Jungs. Vielen Dank. Ja, ciao, ciao. Ja. Zum Abschluss, also jetzt, ich habe es ja gerade schon quasi angekündigt, dass das Lied, also was Brechtsches, der Chor der 96-Abwehr in Zeiten von Corona. Sieht man die Spieler sich sehnen und sieht ihren Schmerz, ihre Tränen, dann sagt man sich immer nur, welch eine Not. Immer nur laufen und schießen, in Gruppen trainieren, nicht niesen, und wenn einer hustet, sieht er glatt rot. Denkt an anderthalb Meter, auch in der Freistoßmauer. Nichts ist so schön wie die Worte, die ewigen Worte, der geht wohl rein. Wir wollen niemals beieinander stehen. Wir sollen immer schön auf Abstand gehen. Mag auch im großen Rund es heiß hergehen. Wir wollen nie zu nah beim Gegner stehen. Und trotzdem wäre es schön, können wir bald wieder einmal Fußball sehen. Ja, das war der Club der Roten Lichter für diese Woche. Niklas, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Du bist noch da, schön. Dann dir auch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Eine gute Woche. Schöne Musik. Und bis bald. Macht's gut. Das war der Club. Ciao. Von Wetter springt von der Latte zurück. Kohl kann einköpfen, 4:1 für Hannover.